Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie sind heute in der Kletterhalle. Hier ist alles ziemlich hoch, nicht wahr? Ich schätze, Schorsch und ich versuchen uns an den niedrigen Sachen. Papa hat Höhenangst, Frau Mümmel. Hauptsache, es macht ihm Spaß. Das ist wichtig. Aber keine Sorge, mit dem Gurt und dem Helm bist du sicher. Ich schätze, es sind nur wir zwei. Yippie! Komm mit, Mama. Die erste Station in der Kletterhalle ist die sehr hohe Rutsche. Wow! Ich habe noch nie so eine hohe Rutsche gesehen. Ja, wie erreichen wir die Spitze, Frau Mümmel? Ihr setzt euch hier unten hin und haltet euch an der Stange fest. Gut festhalten. Ihr werdet die Rutsche hochgezogen. Ihr lasst los, wenn ihr runterrutschen wollt. Lass einfach los. Ja, viel Spaß. Peppa und Mama Wutz werden immer weiter die Rutsche hochgezogen. Jetzt sind sie ganz oben. Mama, willst du vielleicht zuerst loslassen? Zählen wir bis drei und lassen beide los. Okay. Eins, zwei, los! Oh! Whee! Papa, das musst du machen. Es ist so hoch. Oh, nein, danke. Schorsch und mir gefällt diese Rutsche, oder? Jetzt sind die wackeligen Säulenstufen dran. Nur mit sehr gutem Gleichgewicht schafft man es hoch, ohne runterzufallen. Aber solltet ihr fallen, fangen euch diese Seile auf. Absolut sicher. Oh, das ist etwas knifflig. Mama! Ups! Hopp, hurra! Ich hab's geschafft! Gut gemacht, Peppa! Papa Wutz und Schorsch macht es Spaß, über die kleineren wackeligen Stufen zu gehen. Ja, wir sind gut! Die letzte Station für Peppa und Mama Wutz ist das Wettklettern. Wer zuerst die Spitze der Kletterwand erreicht und den Buzzer drückt, gewinnt! Alles gut, Peppa? Ich denke, ich habe auch Höhenangst, Mama. Oh, kein Problem. Sollen wir wieder runterklettern? Oh, ich wollte unbedingt oben den Buzzer drücken. Oh, Peppa, du kannst stolz sein. Du hast's versucht. Und nächstes Mal kannst du es wieder versuchen. Oh, du hast schon wieder gewonnen. Peppa, wieso kletterst du nicht hier gegen Schorsch um die Wette? Ich komme. Das macht genauso viel Spaß. Und das ganz ohne Höhenangst. Peppa liebt die Kletterhalle. Jeder liebt die Kletterhalle. Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Dinosaurier! Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Yeah. Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wow. Okay, wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal. Legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da!
Wow. Na klar doch! Im Dinosaurierdschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan da! Wow! Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön! Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch, da wir gerade davon sprechen. Oh je, der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause. Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? 1, 2, 3. Toll gemacht, Schorsch! Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Peppa und ihre Freunde haben einen Riesenspaß im Kinderspielzentrum. Schorsch, alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Oh, komm her. Der Lärm und die vielen Kinder hier sind wohl etwas zu viel für Schorsch. Suchen wir uns einen stillen Ort, damit er sich beruhigen kann. Ich weiß, wohin. Kommt. Alle gehen in einen Ruheraum, damit sich Schorsch wieder wohler fühlt. Die vielen Farben und weichen Gegenstände helfen mir jedes Mal, wenn es laut und hektisch wird. Sehr schön. So, jetzt atmen wir alle ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen. Ausatmen. So, jetzt entspannen wir uns. Luzi Locke und Papa Wutz sind sehr entspannt. Aber Schorsch hat sich nicht beruhigt. Guck dir den an. Willst du ihn dir ansehen gehen? Wow. Oh, wo geht ihr denn hin? Dieser Bereich des Ruhezimmers ist voller Spielsachen. Guckt mal her. Das hier drückt man. Hui, guck mal her, Schorsch. Wow. Mir ist meine Schmusedecke am liebsten. Nein. Nein. Das scheint wohl auch nicht das Richtige für Schorsch zu sein. Hm. Ich hab's. Kommt alle mit. Peppa hat einen anderen Bereich entdeckt, der Schorsch gefallen könnte. Das ist der Naturbereich. Es ist, als wäre man draußen, nur ist man drinnen. Die Blumen duften so gut. Könnt ihr die Vögel hören? Und das raschelnde Laub. Ah, ich bin so super duper mega entspannt. Lasst uns noch eine Atemübung machen. Einatmen. Lass mich mal, Papa. Wir atmen alle ein und aus. Und ein und aus. Geht es dir jetzt besser, Schorsch? Es ist gut, kurz innezuhalten, wenn man überfordert ist. Schorsch scheint es hier wohl sehr zu gefallen. Können wir noch ein bisschen bleiben? Na klar. Das Ruhezimmer macht alle glücklich. Schorsch gefällt der Naturbereich. Und seine Familie und Freunde sind froh, dass sie ihn aufmuntern konnten. Peppa ist heute eine Wissenschaftlerin. Willkommen im Wissenschaftsmuseum. Ah, Peppa und ihre Freunde sind im Wissenschaftsmuseum mit Frau Mümmel. Ihr alle müsst mir dabei helfen, ein paar
knifflige Wissenschaftsprobleme zu lösen. Ja! Zuerst müssen wir einen Weg finden, um eine Brücke für dieses Spielzeugauto zu bauen. Und zwar nur aus diesen Materialien. Oh, was ist das? Da ist so viel Zeug. Oh. Wir sollten etwas Stabileres benutzen. Ich hab's! Wir brauchen etwas, das leichter ist und weniger spritzt. Nehmen wir das. Peppa benutzt weichen Schaumstoff für ihre Brücke. Der Schaumstoff schwimmt, weil er leicht ist. Und er ist stabil genug fürs Auto. Heureka! Was heißt denn das, Frau Mümmel? Oh, wir Wissenschaftler sagen Heureka, wenn wir etwas rausfinden. So wie hier. Alle mir nach! Heureka! Beim nächsten Problem geht es um Farbe. Versuchen wir herauszufinden, wie wir Madame Gazelle grün machen können. Oh. Peppa, du bist blau geworden. Oh, wir müssen bestimmt durch eine grüne Platte gucken. Aber hier ist keine grüne Platte. Aber gelb und blau zusammen ergibt grün. Das stimmt. Mischt man Farben, ergibt das neue Farben. Peppa und ihre Freunde kommen zum letzten Wissenschaftsproblem. Dürfen wir bitte hinunterrutschen, Frau Mümmel? Ja, wir müssen rausfinden, welche Rutsche am schnellsten ist. Stellt euch in Zweierreihen auf. Die Kinder nehmen sich einen Sack und wählen eine Rutsche aus. Fertig, los! Die Grasrutsche ist zu rau, um schnell zu sein. Da, da, da. Diese Stoffrutsche ist noch rauer und langsamer. Und? Aber die Plastikrutsche ist sehr glatt. Deshalb rutscht man darauf sehr schnell. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Tja, wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Was? Na gut. Und jetzt ihr. Yeah. Ja. Nehmt das, Kabarett. Putzt euch die Zähne und sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Auf die Plätze, fertig. Piu. Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh, ja.
Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke. Danke, Frau. Vergiss nicht, George. Nur ein kleiner Klecks. Fürs Zähneputzen und dann ausspülen. George liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier. Musst du auch pinkeln, George? Nein! Fertig! Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber. So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups, vielleicht ist es der hier. Oh, oder vielleicht der hier. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Puh, alles erledigt. So, George, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn! Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause. Aber nun ist es George, der herumzappelt. Was hast du, George? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. George muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Lieferung für Mama Wutz. Mama Wutz bekommt heute ein Paket geliefert. Oh, danke, Frau Mümmel. Ich weiß ganz genau, was das ist. Peppa und George werden das hier lieben. Mama Wutz hat eine Eismaschine bestellt, die wie ein... Die sieht aus wie ein Pinguin. Das Obst da ist aus Opa Wutz Garten. Damit machen wir sehr gesundes und sehr leckeres Eis am Stiel. Hurra! Ja, ja. Guten Tag, Herr Pinguin. Wie bedient man ihn? Oh, ich erinnere mich. Ich hatte so eine in deinem Alter. Wir müssen nur... Mama Wutz weiß nicht mehr, wie die Eis-am-Stiel-Maschine funktioniert. Lesen wir lieber die Bedienungsanleitung. Oh, ja, wir brauchen Eis für Eis am Stiel. Das Eis kommt da rein und dann drehen wir dieses Rad da. Es klingt knusprig. Heb jetzt den Flügel hoch. Oh, das Eis ist ganz matschig. Jetzt geben wir das Obst dazu. Himbeeren, die liebe ich.
Und jetzt gießen wir die Himbeereismischung in diese Formen. George hat die Stiele fürs Eis. Damit halten wir später unser Eis. Gute Arbeit, George. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie frieren. Lasst uns noch mehr Eis machen, während wir warten. Ja! Blaubeeren, die liebe ich auch. Ich hätte gerne Kiwi, bitte. Und Banane. Peppa und ihre Familie machen den ganzen Tag lang fruchtiges Eis am Stiel. Und haben dabei einen Riesenspaß. Aber irgendwann... Oh nein! Es ist kein Obst mehr da. Was machen wir jetzt nur? Klopf, klopf. Braucht hier zufällig jemand noch viel mehr Obst aus meinem Garten, um was Gesundes und Leckeres draus zu machen? Ja, mehr Eis am Stiel. Leider können wir nicht noch mehr Eis am Stiel machen, wisst ihr? Warum nicht? Na, weil im Tiefkühlschrank kein Platz mehr ist, bis wir diese hier gegessen haben. Peppa liebt es, Eis am Stiel zu machen. Und ganz besonders leckeres, fruchtiges Eis. Oh, Jemine, jemand hat meinen edlen Hut gestohlen. Hallihallo, hallo. Ich bin Polizeiwachtmeister Teddy. Ich werde Ihnen helfen. Peppa und ihre Freunde spielen Räuber und Gendarm mit ihren Spielsachen. Ich war's nicht. Ich nicht. Aha, Sie haben den Hut, Herr Roboter. Sie sind festgenommen. Nein. Und nun kommen Sie ins Gefängnis. Oh, danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Teddy liebt es, Polizist zu spielen. Aber jetzt habe ich doch kein Spielzeug mehr zum Spielen. Oh je. Ich hol die Autos. Alle Spielsachen machen sich bereit für ein Wettrennen. Stopp! Sie fahren viel zu schnell, Froschi. Ich stell sie unter A Nest. Piep, piep, piep. Aber Froschi war dabei zu gewinnen. Jetzt hat Luzis Eule zum Tee eingeladen. Hier ist ihr Tee, Sir. Und zwar Schorschs Dinosaurier. Hallihallo. Dieser Tee ist zu heiß. Ich stell sie unter A Test. Aber ich mag das Gefängnis nicht. Und jetzt spielt Schorschs Dinosaurier ganz allein. Hallihallo. Sie machen viel zu viel Unordnung. Ich stell sie unter Arrest. Dinosaurier. Das war lustig. Was spielen wir als nächstes? Hä? Wo sind eure Spielsachen? Oh je. Peppas Freunde sind nicht gerade glücklich. Wir wollten doch gar nicht alle traurig machen. Teddy und ich wollten nur helfen. Vielleicht sollten wir ins Gefängnis gehen. Oder? Es geht gar niemand ins Gefängnis. Polizeiwachtmeister Teddy und du könnt allen genauso helfen, wie es richtige Polizisten jeden Tag machen. Gute Idee, Mama! Polizeiwachtmeister Teddy hilft gern! Polizeiwachtmeister Teddy hilft dabei, dass beim Autorennen alle sicher sind. Auf die Plätze, fertig, seid ganz vorsichtig. Los! Dass alle ihren Tee genießen. Willst du noch eine Tasse Tee, Froschi? Jetzt ist er nicht zu heiß. Danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Und dass alle viele verschiedene Blumenhüte anprobieren. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen. Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Wusch!
Darf ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen. Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen? Juhu! Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was, wer, wo bin ich? Ja. Alles in Ordnung, Peppa. Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's, Blume. Du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hi-ja! Ich kann es doch! Komm schon, Schorsch! Wir müssen zusammenarbeiten! Du bist so gut darin! Ja, wir schaffen es! Gut gemacht, Peppa und Schorsch! Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Oh, was macht dieser Schuh hier? Oh, das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht? Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, ring. Hallo? Das ist ja Kuchen. Ihr seid ja sehr lustig. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Oh, dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation, Ihre ist die größte Karotte. Hey! Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Oh. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Oh ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Aber das hier ist doch Schorsch. Oh, jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Oh, ich
Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen, aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Oh. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist ihr Pokal. Hä? Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Ah. Oh. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh! Tut mir leid. Versuch doch mal ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh! Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein, nein! Nein! Schorsch, nein! Oh, Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh, so groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Peppa und Schorsch dürfen heute in einem besonderen Hüpflabyrinth spielen. Wir haben es ein bisschen eilig. Also seid bitte so schnell, wie es geht. Tschüss, Mama. Und verirrt euch nicht. Im ersten Raum befindet sich eine große Hüpfburg. Oh. Hallo. Wir können hier nicht bleiben. Wir haben es nämlich eilig. Komm schon, Schorsch. Peppa hat den blauen Ausgang genommen. Aber Schorsch nimmt aus Versehen den roten Ausgang. Dieser Raum ist ein Hüpftunnel. Und Luzi Locke ist drin. Wow! Hallo, Luzi. Schorsch und ich müssen hier schnell durch, weil wir es eilig haben. Oh. Tschüss. Schorsch? In diesem Raum hüpft man besonders hoch. Hallo, Luisa. Ist das der Weg nach draußen? Wir haben es eilig. Ja, du musst da durch. Whee! Wir haben rausgefunden! Gut gemacht, Peppa! Aber wo ist Schorsch? Ich dachte, er wäre hinter mir.
Hat er sich im Labyrinth verirrt? Verirrt? Wir müssen ihn finden. Schorsch hat sich nicht verirrt. Er hat nur einen Riesenspaß. Wisst ihr, wo Schorsch ist? Er ist da lang. Aber Mama Wutz kann nicht so gut hüpfen wie Peppa. Wir kommen, Schorsch. Kein Problem, Mama. Hinfallen macht genauso viel Spaß wie das Hüpfen. Da ist er. Wir kommen, Schorsch. Hurra! Wir haben dich gefunden. Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Nein. Schorsch will nicht nach Hause gehen. Ihm macht das Spielen im Hüpflabyrinth zu viel Spaß. Nun, dann müssen wir dich wohl fangen und mitnehmen. Peppa und Schorsch spielen wahnsinnig gern im Hüpflabyrinth. Hab dich! Ich werde dich nie wieder verlieren. Achtung, ich komme! Jetzt müssen wir wirklich los. Und Mama Wutz auch. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz' Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro Camembert. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz' Stimme nicht zu verstehen. Lass mich. Zu Papas Büro, ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach, Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz' Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis? Mein Büro! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Heute ist Pfannkuchentag. Daher essen Peppa und ihre Familie in einem schicken Pfannkuchenrestaurant. Hallo, ich bin heute eure Köchin. Ich backe die Pfannkuchen hier vor euch und ihr helft mir dabei. Was für Pfannkuchen können wir denn machen? Welche auch immer du willst.
Wir haben hier viele leckere Zutaten. Für mich den Spezial-Pilze-Pfannkuchen, bitte. Einen bananeleckeren Bananenpfannkuchen mit extra Bananen für mich, bitte. Gut, kommt sofort. Hä? Frau Mümmel kann gut Pfannkuchen backen. Danke. Jetzt ein wenig Farbe. Und jetzt die Pilze. Bananen und extra Bananen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Riechen. Essen. Ihn wenden. Ganz genau. Juhu. Frau Mümmel kann sehr gut Pfannkuchen backen. Wow! Tada! Wow! Yay! Puh, was hättet ihr zwei gern in euren Pfannkuchen? Für mich einen schokoladigen Schokopfannkuchen mit Schokolade, bitte. Oh, du bist aber ein Schleckermaul. Und du, Schorsch? Grün! Rot! Oh, Erbsen und Tomaten für Schorsch. Und Ananas, Kokosnuss, viel Kohl. Und das. Nein, das ist scharfer Chili, Peppa. Peppa und Schorsch schmecken viele verschiedene Zutaten auf Pfannkuchen. Also wählen sie auch viele aus. Ja. Tada! Helft ihr mir beim Wenden? Ja. Gut, ich zähle bis drei und dann werden wir sie vorsichtig wenden. Eins, zwei, los! Peppa und Schorsch haben ihre Pfannkuchen hoch in die Luft geschleudert. Und auf Herrn Bulles Teller. Oh, lecker. Danke vielmals. Er ist süß und schmackhaft, knusprig und scharf. Sehr lecker. Das ist ein spezieller Überraschungspfannkuchen. Pfannkuchen? Peppa und Schorsch lieben es, spezielle Überraschungspfannkuchen zu backen. Für euch zwei müssen wir wohl einen neuen machen. Ja! Ja. Aber noch lieber essen sie die fertigen Pfannkuchen. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier. Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Oh. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Doch, ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen.
Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch. Wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Dinosaurier! Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir! Ach ja? Worauf wartet ihr denn noch? Los geht's! Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Dinosaurier!
mit ein wenig Spielzeugladenmagie? Baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Heizen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je, die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja! Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee! Warte auf uns, Peppa. Whee! Wow! Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh! Was macht sie denn da? Stillhalten! Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Oh. Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Hurra! Oh. Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh. Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, Schorsch? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! Schorsch liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, Schorsch? Nein! Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mümmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Ui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Hallo! Hi! Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel! Wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Wow! Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! 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 Bums!
mich gefunden. Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh. Jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Oh. Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa! Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Hallo, Kinder! Habt ihr euch daran erinnert, T-Shirts mitzubringen? Heute ist die Kunststunde in Peppers Spielgruppe besonders, weil T-Shirts mit Batikmustern gefärbt werden. Was ist denn Batik, Madame Gazelle? Batik ist eine spezielle Art, T-Shirts zu färben, mit ganz vielen verschiedenen Farben, so wie das hier. Oh, ich dachte, wir färben Krawatten. Die ist von Opa. Kein Problem, Klausi. Es geht mit jedem Stoff. Dann färbst du einfach dein Krawatte. So, lass uns loslegen. Vorher ziehen sich alle noch Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel an. Zuerst geben wir ein paar Tropfen von der Farbe ins Wasser. Das ist eine Spezialfarbe für Kleidung. Ihr könnt die Farben mischen, wie ihr wollt. Aber es braucht nur wenige Tropfen. Tada! Ich färbe jetzt mein T-Shirt rot. Blau und gelb zusammen wird zu grün. Ich färbe meine Krawatte pink. Richtig pink. Ich färbe mein T-Shirt wie einen Regenbogen. Zusammengemischt wird aus den Farben braun, wie braune Schlammpfützen. Sie sind nicht mehr Regenbogenfarben. Oh. Keine Sorge, Gerald. Du kannst dein T-Shirt immer noch regenbogenfarbig machen, wenn du es in viele verschiedene Farben eindüngst. Machen wir mein T-Shirt auch regenbogenfarbig? Natürlich. Wir machen alle T-Shirts regenbogenfarbig. Zuerst drückt ihr euer T-Shirt fest zusammen. Dann wickelt ihr Gummibänder drumherum, nämlich so. Drücken und... Oh. Nachdem ihr das gemacht habt, fangt ihr mit dem Färben an. Und zwar Stück für Stück. Genau so. Plitsch! Platsch! Platsch! Es macht allen Riesenspaß, ihre T-Shirts in verschiedene Farben einzutunken. Jetzt sieht es aus wie ein Regenbogen. Peppa hat unabsichtlich ihren Schutzmantel mit bunten Flecken bekleckert.
Deshalb tragen wir Mäntel, um unsere Kleidung zu schützen. Lasst uns mehr Dinge färben. Die Vorhänge oder die Stühle oder Ihre Handtasche. Bleiben wir fürs Erste bei den T-Shirts und der Krawatte. Wir engen sie jetzt draußen auf. Dann sind sie am Ende des Schultags getrocknet. Die Spielgruppe ist aus und die gefärbten Kleidungsstücke sind fertig. Guck, Papa, das ist ein Regenbogen. Oh, das sieht fantastisch aus. Meins sieht unten wie eine Slumpfütze aus. Das ist deine sehr pink gefärbte Krawatte, Opa Clef. Alle lieben es, Kleidung in Batikmustern zu färben und die Kleidung dann zu tragen. Und George sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen George und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Hurra! Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund! Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Peppa und Schorsch nehmen heute an der Weihnachtstradition teil, im Meer schwimmen zu gehen. Freust du dich auch darauf, an Weihnachten im Meer schwimmen zu gehen? Ja, Mama. Vergiss nicht, das Meer ist sicher ziemlich kalt. Schließlich haben wir ja Winter. Mama und Papa Wutz lieben das kalte Wasser. Es ist zu kalt. Aber Peppa und Schorsch ist es etwas zu kalt. Oh, es ist nicht so kalt. Es ist erfrischend. Wollt ihr aus dem Wasser raus? Wieso wartet ihr nicht hier bei mir im Trockenen? Hier ist es etwas wärmer. Ja, bitte. Ich bleibe lieber auch am Strand. Und ich gehe wieder ins Wasser. Wuhu! Hiermit wird euch bestimmt wieder warm. Heiße Schokolade. Heiß Schoki. Wenn Kinder heiße Schokolade trinken, wird ihnen nicht kalt. Viel besser. Viel besser. Heiße Schokolade sorgt auch dafür, dass Erwachsenen nicht kalt wird.
Juhu! Wird dir etwa kalt, Papa Wurz? Nein, das kalte Wasser ist erfrischend. Finde ich auch. Yippie! Oh, rieche ich da heiße Schokolade? Ich brauche ein warmes Getränk nach diesem erfrischenden Bad. Wir auch. Hat hier jemand Lust auf ein Barbecue? Ja, bitte. Ja, bitte. Und eine heiße Schokolade, bitte. Falls noch was übrig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow. Mama Wutz und Herr Bulle werden auch langsam vom Barbecue am Strand angezogen. Vom vielen Schwimmen wird man hungrig. Ist noch etwas leckeres Essen übrig? Perfekt. Es ist genug für alle da. Ist dir wieder warm, Peppa? Ja, ich hab mich aufgewärmt und mir ist jetzt so warm wie dem Maiskolben. Und alle lieben es, an Weihnachten im Meer schwimmen zu gehen. Aber noch mehr lieben es alle, warm angezogen zu sein. Hi-ja! Peppa und Papa Wutz nehmen heute am Karateunterricht von Herrn Bulle teil. Hi-ja! Wow, guck, Papa. Oh, ja, beeindruckend. Willkommen allerseits. Beim Karate ist es wichtig, sich zu verneigen, um Respekt zu zeigen. Verzeihung, Herr Bulle. Ja, junge Peppa. Wieso haben unsere Gürtel verschiedene Farben? Oh, die Gürtel zeigen, wie viel Erfahrung man hat. Meiner ist schwarz, weil ich schon ganz lange Karate betreibe. Peggy und Pandora tragen orangefarbene Gürtel, weil sie schon viel Unterricht hatten. Und weil dies deine erste Stunde ist, tragen du und Papa Wutz weiße Gürtel. Oh, können wir jetzt versuchen, das Brett zu zerschlagen? Ich denke, dafür sind wir noch nicht bereit. Ganz richtig, dafür braucht es viel Übung. Also legen wir los. Alle Männer! Beim Karate muss man schnell sein und springen können. Hopp. Geschafft. Sehr schön. Als nächstes lernen wir, wie man richtig atmet. Oh, ich bin Experte, was Atmen anbelangt. Ich mach das schon mein Leben lang. Einatmen. Ichi, ni, san, shi. Ausatmen. Ichi, san, shi. Ach, Herr Bulle, wieso sprechen Sie überhaupt übers Knie? Über das Knie? Oh nein, so zählt man bis vier auf Japanisch. Ichi, ni, san, shi, ja? Oh. Alles klar, jetzt machen wir Gleichgewichtsübungen. Peggy, Pandora, macht es uns bitte vor. Um gut in Karate zu sein, muss man ein sehr gutes Gleichgewicht haben. Gut so, jetzt seid ihr dran. Toll, das üben wir nächstes Mal weiter. Herr Bulle? Dürfen wir jetzt endlich das Brett zerschlagen? Jetzt ist was anderes dran. Der Roboter. Oh, der Roboter? Streckt euren Roboterarm hoch. Ha. Und jetzt streckt ihr den Roboterarm runter. Ha. Roboterarm hoch. Arm hoch, Arm runter. Hallo, Roboter, Papa. Hallo, Roboter, Peppa. Herr Bulle hat ein Spezialbrett vorbereitet. Aber Papa Wutz ist sich nicht sicher, ob er und Peppa dafür bereit sind. Keine Sorge, dieses Brett besteht aus sehr weichem Schaumstoff. Gut, Peppa, bist du bereit, dieses Brett zu zerschlagen? Aber ich weiß nicht wie. Doch, das weißt du. Roboterarm hoch und Roboterarm wieder runter. Hi-ja! Ich hab's geschafft! Und um das zu feiern, bekommst du einen ganz speziellen Gürtel. Peppa und Papa Wutz fanden ihre erste Karatestunde zusammen super. Und Peppa liebt ihren neuen Gürtel. Vorwärts, mein Supermarkt-Team! Ich schieb den Wagen! Ich habe die Einkaufsliste. Dinosaurier! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute im Supermarkt. Mama, wir gehen an allen Regalen vorbei. Und warum macht deine Tasche so viel Lärm? Wir sind da! Wow!
Das hier ist ein Spezialbereich innerhalb des Supermarkts. Er heißt Nachfüllstation. Aber wie tragen wir so die Lebensmittel? Aha, damit hier. Man bringt seine eigenen Behälter zur Nachfüllstation und füllt diese dann mit Lebensmitteln. Na gut, Team. Peppa und ich lesen euch die Einkaufsliste vor. Peppa und Schorsch, ihr dürft die Behälter füllen. Bereit? Ja. Und am Ende gibt es als Belohnung Mittagessen. Ja. Los geht's. Als erstes brauchen wir Reis. Hab ihn. Schorsch, wir brauchen noch einen Behälter für den Reis. Das ist ein Eierkarton, Schorsch. Oh je, Peppa und Schorsch haben den Reis in den Eierkarton gefüllt. Was kommt jetzt? Oh, Cornflakes. Oh. Ist das nicht eine Milchflasche? Die ist perfekt, Schorsch. Oh, wir haben nur ganz wenig verschüttet. Danke für die Hilfe, Dinosaurier. Als nächstes Milch. Oh. Oh je, die Milchflasche ist schon mit Cornflakes gefüllt. Nun weiß niemand so recht, wohin die Milch kommen soll. Schorsch schlägt vor, den Saftkarton dafür zu benutzen. Gute Idee, Schorsch. Weiter. Das nächste ist, Orangensaft. Oh, Peppa und Schorsch haben gerade Milch in den Saftkarton gefüllt. Dafür müssen wir wohl den Reissack nehmen. Oh, guck, wie das wackelt. Das wackelt so lustig. Und als letztes brauchen wir Pasta. Los! Ich schätze, wir essen viel Pasta diese Woche. Jetzt müssen die Lebensmittel zur Kasse gebracht und bezahlt werden. Was ist das denn da drüben? Da haben wir einen Eierkarton mit Reis, eine Milchflasche mit Cornflakes, einen Saftkarton mit Milch, einen Beutel Pasta und einen Sack Orangensaft. Also das Übliche. Dinosaurier! Oh, und Schorschs Dinosaurier hat ein paar Cornflakes gegessen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist ganz wunderbar, eine Königin zu sein. Peppa tut heute so, als sei sie eine Königin mit ihrem eigenen Turm. Peppa hat sich ihre Stadt aus Bauklötzen gebaut. Oh, hallo, Eure Majestät. Was für ein wunderschöner Turm. Oh, und mir gefallen auch deine Enten, Schorsch. Quack, quack. Mein Turm ist wirklich wahnsinnig hoch. So kann ich nämlich sehen, was alle Leute so machen. Oh nein, nicht mein Turm. Quack, quack, quack. Nein, Schorsch. In dem Spiel gibt es keine Riesenenten. Lässt du Schorsch bei deinem Spiel mitspielen, Peppa? Zu zweit macht es doch immer mehr Spaß. Okay. Schorsch, spielen wir Baumeister und reparieren das Schloss, das du zerstört hast. Etwas nach links, etwas nach rechts. Schon fang, Eure Majestät. Oh, Ente! Nein, Ente! Eine Riesenente! Seht nur! Schorsch! Vorsicht mit den Enten, Schorsch! Klötzchenland ist nichts für Enten, Schorsch! Ich will mit dir in Zukunft nie wieder spielen! Das meinst du sicher nicht so, oder, Peppa? Doch, das tue ich! Ich bin die Königin von Klötzchenland! Und Königinnen können spielen, was immer sie wollen. Königin Peppa spielt viele Spiele. Aber keines der Spiele macht allein wirklich Spaß. Als Königin ganz allein zu sein, ist gar nicht so wunderbar. Was passiert denn jetzt? Oh je, Papa Wutz saugt Staub und deswegen wackelt der Boden. Oh nein! Der Turm wird so sicher einstürzen. Eine
um das Schloss zu retten. Oh, tut mir leid, Herr Ente. Verzeihung, Eure Majestät, ich sauge später weiter. Du hast den Turm gerettet, Schorsch. Wollen du und deine Enten mit mir spielen? Peppa spielt unheimlich gern, aber am allerliebsten spielt sie mit Schorsch zusammen. Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama! Oh. Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt... Karottenfinder! Möchtest du es spielen? Ja, bitte! Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je, Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Oh. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich habe ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Whee. Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hä? Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon! Wir werden sie finden! Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen! Einen hab ich! Rosi! Hab dich! Hier ist Nummer zwei! Robby! Hab ihn! Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Puh. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Oh. Oh. Miau. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, Schorsch.
bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team? Ah, gute Idee. Geschafft! Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und Shaw spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Schorsch, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Schorsch? Polizeiauto. Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Peppa und Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt, wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto! Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja! Ja! Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Peppa und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino. Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete, das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. Hm. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow, Angelruten. Genauso wie auf Opa Woods Boot.
Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und eine Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Hä? Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung! Danke sehr! Au revoir! Tschüss! Da ist sie ja. Oh, und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Platt, platt. Hier, eure Magnete. Wow. Fertig. Los! Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn! Ich bin vorn! Und der Sieger ist... ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Oh! Was war das? Oh! Guck, Schorsch! Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha! Wow! Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh! Sehr kreativ, Schorsch! Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gut gemacht! Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte. Hau. 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 Noch mehr Spielmarken. Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis.
Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa! Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh, ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh! Hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort! Hier, bitte sehr! Obst und warme Milch! Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke! Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Wie meinst du das? Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Yeah! Yeah! Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, Schorsch, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten. Und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! Schorsch hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Wow! Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher!
Das ist nützlich. Dinosaurier. Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Dinosaurier! Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran! Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Schraubenzieher? Danke, Schorsch. Ups. Hurra! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei! Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher. Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir
müssen es nur finden unter diesen Kissen. Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich! Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee! Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, Freunde zu putzen und an den Seiten, oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft. Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte!
Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort. Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Oh, aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als Erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter. Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte. Hallo, liebe Kunden. Hallo,
Einkaufsroboter. Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich. Tasche. Ja, Schorsch. Mamas Handtasche ist eine Tasche. Diese Tasche ist die falsche Tasche. Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen. Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja. Bitte Artikel einscannen. Piep. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep. Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. So viele Fehler! Oh nein, der Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Peppa und ihre Familie sehen sich einen Film im Kino an. Mama, ich muss auf die Toilette gehen. Okay, Peppa. Nehmen wir die Toilette vor dem Kinosaal. Wir gehen nur mal kurz auf die Toilette. Die Toilette? Gute Idee. Oh je, die Toilette wird geputzt und ist außer Betrieb. Aber ich muss dringend aufs Klo. Da ist eine Toilette die Straße runter. Folgt mir allerseits. Dinosaurier! Peppa und ihre Familie haben die Toilette gefunden. Hier ist die Toilette, Peppa. Stellen wir uns an. Ich fürchte, ihr müsst euch hinten anstellen. Nämlich da drüben. Die Schlange vor der Toilette ist aber wirklich sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich es so lange halten kann. Es gibt doch eine Toilette im Supermarkt. Versuchen wir es dort. Peppa, Mama Wutz, Papa Wutz und Schorsch suchen überall nach einer Toilette. Sie versuchen es im Supermarkt. Sie versuchen es im Zoo. Tut mir leid, Peppa. Diese Toilette ist kaputt. Sie versuchen sogar in einem Toilettengeschäft. Es tut mir leid, aber diese Toiletten hier sind nur zum Anschauen da. Es gibt hier nirgendwo eine Toilette. Oh je, jetzt muss ich selbst auf die Toilette. Ich auch. Schau,
Schaut, die Kinotoilette ist wieder in Betrieb. Hurra! Peppa und ihre Familie können sich jetzt endlich wieder den Film ansehen. Aber der Film geht gerade zu Ende. Gucken wir ihn uns noch mal von vorne an. Muss irgendjemand vorher noch auf die Toilette? Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge. Ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je. Alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht. Auch nicht billig. Du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh, ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! Ja, Super Peppa. Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Oh, oh.
Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier, Verzeihung. Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig?